Und heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktausblick und Live Trading mit Mario Lüdemann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie nochmals im Namen von FX Flat und CapTrader willkommen. Ich bin heute sehr neugierig auf das Webinar, denn hatten wir schöne Bewegungen die letzten Wochen, jetzt mit den Wahlen in Frankreich, und B, wird es heute ein kleines Spezialthema geben, aber da werde ich jetzt am Anfang noch nicht zu viel verraten. Ich denke und weiß, dass Mario da natürlich noch mehr dazu sagen wird. Eine Anmerkung noch von mir, dann gebe ich auch an Mario weiter. Und zwar jetzt am 11. geht es weiter hier mit der Webinarreihe, wo Mario natürlich auch dabei sein wird, Oktober mit dem Termin. Und zwar haben wir jetzt am Donnerstag müsste es ja sein, hier den Mario Steinrücken mit dem Thema Trading. Wer sich noch nicht angemeldet hat und interessiert ist, ich werde die Seite bzw. den Link in den Chat kopieren und dann können Sie da entsprechend sich noch anmelden, wenn Sie das möchten. Ja, dann, ich denke, heute viel zu reden, deswegen gebe ich jetzt an Mario den Bildschirm. Mario, wenn du soweit bist, dann jawohl. Sehr gerne. Mal. Dann hole ich gerade den richtigen Bildschirm noch drauf. So, dann heiße ich auch alle recht herzlich willkommen zum heutigen Wochenausblick. Und wir haben noch, weil ein paar Fragen gekommen sind, zur Positionsgröße, Depotgröße und auch, wie man vielleicht mit einem Hebel umgehen kann oder sollte, das heute mal noch mit eingebaut. Und werden natürlich auch auf die aktuellen Märkte schauen. Ich hoffe, ihr könnt meinen Bildschirm sehen. Und dann würde ich auch sofort starten, damit wir hier keine Zeit verlieren. Alles wunderbar, funktioniert. Perfekt, dann legen wir los. Wichtig erst nochmal vorab natürlich die Termine dieser Woche, und da haben wir am 10.05. um 16.30 Uhr natürlich die Erdöl-Lagerbestände für alle, die unter euch, die regelmäßig Rohstoffe handeln. Hier ist dann natürlich meist mit Bewegung zu rechnen. Dann am 11.05. noch der Erzeugerpreisindex für den Monat April in den USA. Und dann noch am 12. Mai morgens um 8 Uhr das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland für das erste Quartal und nachmittags um 14.30 Uhr die Einzelhandelsumsätze. Das zu den wichtigsten Terminen in dieser Woche, weil es gab ja heute Morgen keinen Wochenausblick. Das machen wir ja immer, wenn es den großen Marktausblick gibt, dass wir das dann nicht doppelt machen. Dann auch noch ein Hinweis in eigener Sache. Am kommenden Montag wird es auch keinen Wochenausblick geben, weil ich ziehe mit meiner Firma oben in ein neues Bürogebäude. Das heißt, wir werden in der nächsten Woche den kompletten Umzug machen, auch diese Woche. Wenn ihr also Mails schreibt oder so, und es dauert jetzt ein paar Tage länger, es liegt einfach daran, dass unsere Server jetzt hier abgebaut werden und wir die dann in der neuen Firma wieder aufbauen müssen. Das wird ein paar Tage dauern. Ich denke, ab Ende nächster Woche werden wir dann alles drüben haben und dann können wir auch wieder regelmäßig unseren Wochenausblick starten. Okay, dann starten wir heute erst einmal damit, hat die Depotgröße Einfluss auf unseren Gewinn? Diese Frage kommt eigentlich immer wieder in den Coachings, in den Workshops, aber auch per Mail immer mal wieder. Und ich sage im Regelfall eigentlich nicht. Natürlich gibt es Ausnahmen und da werden wir jetzt auch kurz drüber reden, aber im Normalfall hat die Depotgröße erstmal wenig Einfluss auf den Gewinn. Es sei denn, wir haben ein sehr kleines Konto oder wir haben ein sehr großes Konto. Dann macht es natürlich schon mal, kann es passieren, wenn wir ein sehr, sehr kleines Konto haben und wir vielleicht nicht an den Präsenzbörsen handeln können oder am Future-Markt handeln, sondern vielleicht CFDs, dann kann es hier schon mal dazu kommen, dass es hier geringfügige Abweichung gibt. Auch wenn wir ein ganz, ganz großes Konto haben, also wenn wir mehrere Millionen vielleicht bewegen, das wird vielleicht auf den einen oder anderen ja zutreffen, dann ist es natürlich klar, wenn wir ein so großes Konto haben, dass wir, wenn wir irgendwo einsteigen wollen, dass sich der Kurs deshalb schon ein bisschen bewegt, weil wir hier eine sehr große Summe in den Markt bringen. Aber ich würde mal sagen, so die Masse der Trader, die Konten hat, ich sage jetzt einfach mal zwischen 5.000 und 500.000 und die an den Präsenzbörsen handeln, die haben normalerweise damit nichts zu tun. Schon gar nicht, wenn wir eben in liquiden Märkten unterwegs sind. Das heißt, wenn wir hier wirklich drauf achten, dann
passen die Geldbriefkurse, also ist das relativ klein, egal ob jetzt in den Future-Märkten, in Aktien, wenn ich zum Beispiel DAX-Aktien handle oder Aktien aus dem S&P oder aus dem Nasdaq 100, dann habe ich in der Regel gerade bei diesen Kontogrößen keinen Einfluss darauf, wie groß jetzt das Depot ist. Also wie gesagt, egal ob man jetzt ein kleines oder ein großes Depot hat, die Ausführungen sollten hier fast identisch sein. Und da spielt es auch keine Rolle, ob man jetzt Aktien direkt handelt oder Futures oder zum Beispiel CFDs. Denn wir sehen das auch bei CapTrader ja, dass die Kurse der Aktien oder Aktien-CFDs hier auch gleich sind. Ich möchte das hier auch anhand eines Beispiels einfach mal kurz zeigen. Wenn ihr auch Fragen habt, dann natürlich wie immer in den Chat. Wir werden sie dann entweder an entsprechender Stelle oder sonst auch am Ende natürlich gerne beantworten. Prozentuale Betrachtung, weil das ist eigentlich immer das, wo immer wieder gefragt wird, ist es wirklich so, weil ich schreibe ja auch allen, die bei Facebook auf meine Seite kommen, beziehungsweise meine Facebook-Gruppe, Position und Depotgröße spielen im Endeffekt keine große Rolle. Und das hängt einfach damit ab, weil, wie gesagt, wenn das Konto klein ist und wir prozentual das Gleiche machen, dürfte es hier keinen Unterschied geben. Und das möchte ich hier anhand von drei Beispielen mal zeigen. Wenn wir jetzt ein Konto haben von 1000 Euro und wir machen 3% Gewinn auf einen Trade, dann sind das natürlich 30 Euro. So, und es spielt auch keine Rolle, wenn das Konto jetzt etwas größer ist und wir vielleicht ein paar Aktien mehr kaufen. Nehmen wir mal das Beispiel Apple. Ja, dann sind halt 3% 300 Euro. Klar, das ist 10-mal so viel, aber unser Konto ist ja auch 10-mal so groß. Das heißt, es spielt hier eigentlich keine Rolle, ob das Konto jetzt groß oder klein ist. Wie viel Geld wir unseres Kontos jetzt innerhalb eines Trades legen. Das ist was, was mit Risk und Money Management zu tun hat. Da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, wenn es um das Thema Hebel geht. Aber prinzipiell spielt es erstmal keine Rolle, ob wir ein Konto haben von 10 oder vielleicht auch sogar 100.000 Euro. Weil 3% sind 3% und wir sehen, es verändert sich hier eigentlich nichts. Und deswegen fällt es mir manchmal schwer, so zu verstehen, wieso das bei vielen so schwierig ist. Also es ist nicht so, dass wenn ich ein größeres Konto habe, dass ich einfachere Trades habe oder umgekehrt, dass wenn ich ein großes Konto habe, dass es besonders schwer ist, dann zu handeln. Das sieht man ja auch anhand zum Beispiel des Managed Accounts. Auch da sieht man ja, dass es egal ist, ob man jetzt ein kleines Konto oder ein großes Konto hat. Natürlich muss man darauf achten, dass man liquide Werte hat, klar. Aber ansonsten spielt das aus meiner Sicht eigentlich keine große Rolle. Zumindest wenn man jetzt erstmal davon ausgeht, dass man ohne Hebel unterwegs ist. So, also das heißt, Depotgröße hat keinen Einfluss auf den Gewinn, wie gesagt, solange wir eben in liquiden Werten unterwegs sind. Wenn wir in illiquiden Werten unterwegs sind, ist es natürlich was anderes. Ich sag mal so, Nebenwerte, da macht es natürlich einen Unterschied, aber das muss auch vollkommen klar sein, wenn von einer Aktie nur 100.000 Stück gehandelt werden und ich selber kaufe davon schon 10.000, dann wird das natürlich Einfluss haben. Aber wie gesagt, auf die Aktien aus dem DAX oder S&P oder Nasdaq hat das keinen Einfluss, hat auch keinen Einfluss, wenn wir den S&P Future oder den Nasdaq Future handeln oder einen Öl Future. Also ich sag mal, alles, was man so als Privatkunde dort normalerweise bewegt, spielt eigentlich keine große Rolle auf die Ausführung. Das zur Depotgröße und auch zur Positionsgröße. Und wie gesagt, ich schreibe auch immer bei mir mit dazu, dass wenn jemand was postet und er hat jetzt nur für 50 Euro einen Trade gemacht oder für 20 Euro Risiko einen Trade, spielt doch keine Rolle. Weil es sagt ja nichts darüber aus, wie gut jemand tradet, wie groß das Konto ist. Vielleicht übt er noch oder was auch immer. Also von daher, lasst euch da nicht verrückt machen, nur weil einer ein kleines Konto hat oder ein großes Konto. Okay. Zweites wichtiges Thema ist, was auch immer wieder gefragt wird, wie sieht es mit Hebel aus? Macht es Sinn, mit Hebel zu arbeiten oder ist es vielleicht eher von Nachteil oder hat es auch einen riesen Vorteil, mit Hebelprodukten zu agieren? Und ich selber, das habe ich ja schon oft gesagt, sowohl hier an dieser Stelle, aber auch natürlich in jedem Coaching, in jedem Workshop, ich selber nutze keine CFDs für mein Trading. Das liegt einfach daran, dass ich ein Konto habe, was kapitalisiert ist, wo ich mir die einzelnen Aktien auch so handeln kann. Es gibt allerdings Möglichkeiten, CFDs oder auch Hebel zu nutzen und wo das eventuell Sinn machen kann, das möchte ich heute zeigen. Grundbedingung habe ich jetzt mal festgelegt. Wir gehen mal davon aus, man hätte jetzt ein Konto von 10.000 Euro. Das ist, glaube ich, so eine Größenordnung, wo wir viele Konten haben. Es könnt ihr auch umsetzen mit 5.000, 25.000, wie groß euer Konto auch immer ist. Ein weiterer Parameter, den ich hier vielleicht mal setzen möchte, ist, auch der ist natürlich veränderbar. Wir möchten vielleicht pro Trade 1% riskieren. Also das heißt, auf ein 10.000 Euro Konto sind wir bereit, 100 Euro einzusetzen.
Riskieren hört sich immer so an wie, naja, weiß nicht, also ich finde immer, für mich ist klar, wenn ich in einen Trade hineingehe und ich sage, das kostet mich 100 Euro, dann weiß ich immer, okay, an das Geld habe ich einen Haken dran gemacht, das kann jetzt eigentlich nur noch heißen, ich mache entweder 0 oder eben Gewinn mit dem Ganzen, also 100 Euro, 1%. Und was ich immer ganz gerne mache, ich möchte halt mehr als eine Position handeln. So, und im Durchschnitt handle ich halt sehr gerne 4 Positionen. Und das nehmen wir jetzt auch mal einfach als Muster. Kann man aber auch ersetzen für 2 oder 6 Positionen. Auch hier die Frage kommt immer wieder in den Workshops, wie viele Positionen sollte man denn gleichzeitig handeln? Ich sage immer so schön, gerade am Anfang ist weniger mehr und vielleicht am Anfang auch nicht unbedingt mehr, als man auf kleine Kinder aufpassen möchte. Und da ist halt 4 Positionen für den einen oder anderen schon recht viel. Also gerade im Daytrading, wenn man auf kleinen Zeiteinheiten unterwegs ist, ist es schon sehr spannend, wenn man mehr als 2 Positionen gleichzeitig hat, weil man hat wirklich wenig Zeit, um Entscheidungen hier zu treffen. Aber wenn man ein bisschen länger dabei ist, dann ist es kein Problem, eine 3. und eine 4. Position aufzumachen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie man das unter Risk- und Money-Management-Gesichtspunkten vernünftig steuert. Beispiel jetzt mal für einen Trade. Wir möchten einsteigen bei der Aktie XY bei beispielsweise 100 Euro. Der Einstieg an sich oder das Setup soll hier erstmal gar keine Rolle spielen. Es geht hier einfach nur darum, wann lohnt es sich vielleicht mit CFDs oder mit anderen Hebelprodukten hier den Hebel auszunutzen, um vielleicht ein Mehr an Performance zu erreichen. Nehmen wir als zweites an, wir haben einen Stop-Loss, der bei 99 Euro liegt. Auch das ist dann ja etwas, was eher häufiger vorkommt. Das heißt, dass wir hier so einen Abstand haben von etwa 1%. Das bedeutet, wir haben im Prinzip vom Stop bis zum Einstieg 1 Euro Differenz. So, und das bedeutet wiederum, wir könnten hier in diesem Falle 100 Aktien kaufen. So. So weit, so gut, das Setup steht, wir wissen, wie groß ist unser Stop und wir können ihn berechnen. Also Berechnung ist immer Einstiegspunkt minus Stop-Loss, dann wissen wir, wie viel das ist. In dem Fall sind es 1 Euro und wenn wir wissen, wir wollen 100 Euro pro Trade riskieren, dann dürfen wir uns oder können wir theoretisch 100 Aktien kaufen. So, wo liegt jetzt das Problem? Wenn wir nämlich 100 Aktien kaufen zu einem Kurs von 100 Euro, investieren wir hier in diesem Beispiel 10.000 Euro. So, und wenn wir nur ein 10.000 Euro Konto haben, dann ist unser gesamtes Kapital hier investiert. Und wenn wir uns überlegen, dass wir ja vorher gesagt haben, wir würden ja am liebsten 4 Trades gleichzeitig laufen haben, dann wird das ein Problem, weil wir hier eben nur einen Trade machen können. So. So, und vor dieser Problematik stehen natürlich relativ viele Trader. Gerade wenn der Stop noch enger wird als 1%, nehmen wir mal an, das wäre nur ein 0,5% der Stop, das würde ja bedeuten, dass wir nicht 100 Aktien kaufen könnten, sondern wir könnten theoretisch sogar 200 Aktien kaufen. Und das würde heißen, wir würden nicht 10.000 Euro investieren, sondern 20.000. So, und das muss man halt immer im Kopf haben. Also das heißt, wir müssen hier immer schauen, je kleiner das Risiko ist, was wir haben, pro Aktie oder pro Indexzertifikat oder was auch immer wir handeln, desto größer wird unser Investment. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, das müssen wir immer im Hinterkopf haben und dass wir dann natürlich nicht so viele Trades gleichzeitig machen können. So, eine mögliche Lösung könnte zum Beispiel ein Margin-Konto sein. Also das heißt, wenn man kein Echtgeldkonto hätte, sondern ein Margin-Konto und man hier die Möglichkeit hat, vielleicht mit Margin zu handeln. Schauen wir uns das ganze Beispiel hier an. Margin hier beispielsweise 25% im Intraday-Bereich. Das heißt, wir müssten nur ein Viertel dessen hinterlegen, was wir hier haben. Bleiben wir mal beim gleichen Beispiel. Wir haben 10.000 Euro Konto. Und der Trade, den wir vorhin hatten, wären ja 10.000 Euro. Aber dadurch, dass wir nur ein Viertel dessen an Margin hinterlegen müssen, haben wir hier halt nur 2.500 Euro, die wir hier investieren müssen. Das ist ein großer Vorteil für uns, weil wir dann natürlich noch Kapital über haben. Schauen wir uns das also mal an, wenn wir einen kleinen Hebel verwenden, wie gesagt, Depotgröße 10.000, die Aktie kostet pro Stück 100 Euro, das Risiko bleibt gleich, 1 Euro, das heißt, wir können hier wirklich 100 Aktien kaufen und haben dann ein Ordervolumen von 10.000, aber die Margin, die wir hinterlegen müssen, wäre nur 2.500.
Das heißt, alle Kriterien sind eigentlich erfüllt, die wir hier haben wollten. Nämlich, wir wollen ein Risiko von 100 Euro fahren, möchten mehrere Positionen fahren. Und was haben wir dann für einen Hebelverband von 4? Das heißt, wir können hier dann tatsächlich das Ganze bewegen, ohne dass wir hier größere Probleme haben. Und jetzt haben wir den großen Vorteil, wir sind jetzt in der Lage, auch 4 Positionen gleichzeitig zu fahren, weil wir dann immer noch in unserem Risikobereich drinnen sind. Wir haben nicht mehr als 10.000 Euro investiert, so viel wie wir auch an Cash haben, und kommen dann eigentlich sehr gut mit unseren Positionen hin. Wenn wir nachher nur 2 oder 3 Positionen haben, perfekt. Wenn wir noch eine 4. Position dazu haben möchten, auch gut. Wichtig ist, dass das Intraday halt ist, weil die Margin-Auslastung, die wir haben, wenn wir Overnight gehen, wird dann höher. Aber für Intraday könnten wir hier jetzt bis zu 4 Positionen fahren, Overnight dann eher 2 Positionen. Manchmal ist das Risiko ja auch viel, viel kleiner, weil wir vielleicht einen Stop haben, der größer ist als 1%. Aber wir haben hier die Flexibilität, und das ist der große Vorteil. Und der geht uns eben sonst verloren, wenn wir zum Beispiel ohne diesen kleinen Hebel arbeiten. Und das ist der große Vorteil. Das heißt, wir erhöhen dadurch nicht unser Risiko, weil das Risiko bleibt ja bei 100 Euro pro Trade. Das ist ja das, was wir vorher festgelegt haben. Aber wir können halt dadurch, dass wir eine größere Position fahren können oder eben mehrere Positionen gleichzeitig haben, natürlich unseren Gewinn hier steigern. Und das ist ja etwas, was für die meisten Trader auch sehr wichtig ist, auch für mich sehr wichtig ist. Was wir natürlich auch beachten müssen, ist natürlich, dass, wenn wir tatsächlich ausgestoppt werden, wir dann auch tatsächlich hier 100 Euro verlieren. Aber das war ja auch von vornherein so kalkuliert. Deswegen ändert im Prinzip der Hebel nichts an der ursprünglichen, ja, Stellungnahme oder Stellung, die wir hatten hier, nämlich, dass wir 100 Euro pro Trade riskieren wollten, nur dass wir jetzt eben mehrere Positionen aufbauen können. Man kann ja auch hingehen und sagen, man muss ja nicht alle 4 Positionen gleichzeitig eröffnen, sondern man kann ja auch erst 2 eröffnen und dann sagen, okay, wenn ich eine Position auf Break-Even bekomme, dann ziehe ich nochmal den Stop nach oder kann eine neue Position eröffnen. Das sind ja alle Dinge, die man mit gutem Risk- und Money-Management im Prinzip regeln kann. Deswegen da weitergehende Systeme, die wir zum Beispiel auch bei uns im Workshop oder Coaching machen, sind da auf jeden Fall möglich. Aber vom Grundgedanken her sieht man, dass ein kleiner Hebel sehr sinnvoll sein kann. Ein großer Hebel bin ich auch kein Freund von, weil das natürlich immer in beide Richtungen geht. Das heißt, wenn das Risiko hier größer werden würde als 100, dann hätten wir ja die ursprüngliche, ja, Stellung, die wir haben wollten, nämlich 100 Euro zu riskieren, wären wir ja nicht da. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden jetzt 400 Aktien kaufen, das würde ja theoretisch gehen, dann würden wir natürlich 400 Euro Risiko haben. Aber das ist ja nicht der Sinn gewesen. Wir wollen ja nur 1% riskieren. So, und dann ist das maximale Risiko, wie gesagt, hier auf 100 Euro begrenzt. Das nochmal hier so, um das klarzustellen, weil diese Fragen halt immer wieder aufkommen, sowohl bei uns als natürlich auch bei CapTrader. Und da kam eben die Frage, können wir das Thema nicht einfach mal abrunden, damit man einfach versteht, was hat es eigentlich mit diesem Hebel so auf sich? Wie groß der sein sollte, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe ja auch schon im letzten, bei den IB Days auch gesagt, also das ist für mich so die maximale Größe, wo ich persönlich mich dann noch gerade wohlfühlen würde oder was wir auch bei uns im Handelsbüro maximal normalerweise als Risiko fahren. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die jetzt natürlich gerne stellen, würde ich jetzt dann dazu beantworten und würde dann anschließend dann auf die großen Indizes schauen oder auf Einzelaktien, was ist in der letzten Woche passiert und wie könnte sich der Markt in den nächsten Wochen hier weiterentwickeln. Hier war eine Frage, ob sich das Thema kurzfristig geändert hat. Ja, wir haben das hier nur mit reingeschoben, fangen jetzt aber dann auch sofort an mit dem großen Marktausblick. Wenn ihr also noch Fragen habt, schreibt es ruhig hier rein. Ansonsten, wie gesagt, gehe ich jetzt auf den großen Marktausblick über. Und wenn ihr noch Fragen habt, können wir die sonst auch am Ende beantworten. Okay, dann kommen wir zum großen Ausblick auf die Märkte. Zum einen hier wie immer auf den S&P 500 Future, dann auf den Nasdaq und dann auf den deutschen Markt. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben hier in der vergangenen Woche eine schöne Konsolidierung gesehen und dann hier doch zum Wochenende hin den Angriff auf die neuen Hochs. Wir haben auch heute Morgen gesehen, hat der Markt erst noch mal ein bisschen höher eröffnet. Jetzt allerdings ist der Markt ein bisschen zurückgekommen, also wirklich auch nur ein bisschen. Das heißt, wir sind hier im Endeffekt an diesem Hochpunkt hier im S&P angekommen. Wichtig wird jetzt sein,
ob wir diese Marke nachhaltig überbrücken können von 2400, 2405. Wenn wir das schaffen, dann ist hier im Prinzip alles auch wieder auf grün, sodass wir hier wahrscheinlich auch wieder mehr Schwung bekommen. Das heißt, wir haben hier eine sehr schöne Konsolidierung gesehen, die auch zeitlich gesehen jetzt mal über einen größeren Zeitraum ging. Wir haben ja 8 Wochen Konsolidierungsphase gehabt. Preislich gesehen hat sich ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel getan, wenn wir überlegen, das Hoch war bei 2400, im Tief waren wir bei 2320. Also wir reden hier im Endeffekt von 80 Punkten oder ja 3 bis 4%. Das ist wirklich für den Anstieg, den wir gesehen haben, noch in einem normalen Rahmen. Wichtig ist jetzt hier, dass wir hier den oberen Bereich nach oben verlassen, so wie wir das zum Beispiel auch in anderen Indizes gesehen haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier herüberkommen, dann denke ich, werden wir auch bei vielen, vielen Aktien sehen, dass es hier doch möglichst gut vorangeht. Wesentlich besser sieht das im Nasdaq aus, und das habe ich ja in den letzten Wochen immer schon gesagt, dass der Nasdaq-Index wesentlich besser aussieht als der S&P. Wir haben hier immer sehr schöne kurze Korrekturen gehabt. Man kann das hier ganz gut sehen. Der Markt läuft hier hoch, dann wieder eine ganz, ganz kurze Korrektur und dann jetzt hier die letzte Aufwärtsbewegung dann ja seit Mitte April sehr schön nach oben gelaufen. Auch heute erst nochmal im vorbörslichen Handel ein neues Hoch, jetzt ein ganz leichter Rücksetzer. Was wir jetzt beachten sollten, ist, dass wir jetzt nicht mehr blind hier zum Beispiel auf den Nasdaq aus meiner Sicht ausspringen sollten. Warum? Denn wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Stundenchart anschauen, also zum einen, wenn wir es auf dem Tageschart noch hier uns anschauen, wir haben hier schon ein ganzes Stück uns vom letzten Punkt 2 entfernt. Der letzte Punkt 2 hier bei etwa 5.445 Punkte. Jetzt sind wir doch schon 100 Punkte höher. Das ist schon ein ganzes Stück, wovon wir uns vom letzten P2 entfernt haben. Und wenn wir das Ganze jetzt auf der Stunde anschauen, dann sehen wir das auch, dass die letzte Bewegung natürlich schon doch recht weit fortgeschritten ist. Das heißt, hier ist die Ausbruchsmarke gewesen. Und wenn wir uns jetzt den untergeordneten Trend dazu anschauen, auch den zeichne ich hier an dieser Stelle hier kurz mal ein, damit man das mal sieht, weil wir haben hier ja verschiedene Trendgrößen. Hier sieht man ganz gut, dass der Markt hier doch schon ein ganzes Stück nach oben gelaufen ist. Wie gesagt, heute dann nochmal final ein neues Hoch. Solange der Markt hier natürlich noch nach oben läuft, ist natürlich alles soweit noch in Ordnung. Das ist ganz außer Frage. Nur wir sind halt hier schon, wie gesagt, ein ganzes Stück vom letzten P2 auf Tagesbasis entfernt. Und für alle die jetzt in der letzten Woche eingestiegen sind, bleibt ja alles beim Alten, die Trades, die man offen hat, vielleicht so in Apple oder welchen Wert ihr auch alle gerade habt, macht es natürlich Sinn, drinnen zu bleiben, die Stops einfach kontinuierlich nachzuziehen, vielleicht auch nochmal einen einzelnen Wert aufzubauen. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, so einen Rundumschlag zu machen und sagen, jetzt nach der Präsidentschaftswahl, jetzt ist für mich so der Punkt gekommen, jetzt, nachdem in Frankreich gewählt wurde, jetzt kann ich einsteigen in die Märkte. Also ich würde mich auch nicht so verrückt machen lassen von diesen Wahlen, die jetzt alle anstehen. Wir haben dann beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen gehabt, so politische Börsen haben wirklich sehr kurze Beine. Das hat man auch heute Morgen gesehen. Der Markt hat damit gerechnet mit dem Ergebnis, und was wir gesehen haben, der Markt macht im Prinzip hoch auf und fällt dann herunter. Ist auch etwas, was wir heute Morgen ganz kurzfristig im FDAX gehandelt haben. Aber wir haben das auch bei den letzten Wahlen gesehen. Also als wir die letzte Vorwahl gesehen haben in Frankreich, haben wir das gleiche Bild gehabt. Und bei allen anderen Wahlen eigentlich immer wieder das gleiche Spiel. Innerhalb von 24 Stunden, maximal 48 Stunden, beruhigt sich wieder alles und die ganze Sache ist wieder erledigt. Deswegen kann ich immer nur sagen, so politische Geschichten, ja, sie sind wichtig, wir können sie für unser Trading vor allen Dingen nutzen. Wir haben das auch im letzten Workshop ja besprochen, wie wichtig das ist, so politische Geschichten, auch Nachrichten, Kapitalerhöhungen und sonstige Dinge sind natürlich extrem wichtig für unser Trading, weil dann entsteht Bewegung. Wir sehen allerdings auch schon im Vorfeld, gerade hier im amerikanischen Markt konnte man es ganz gut sehen, dass die Volatilität eigentlich seit Tagen fällt. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es überhaupt keine Befürchtung gibt, dass hier etwas hätte was schief gehen können. Und von daher einfach bleibe ich persönlich dann eher auf der Long-Seite und fahre ja gar keine Absicherungsgeschäfte, weil es
eigentlich wenig Sinn macht, weil, wie gesagt, wenn, dann regelt sich die meisten Dinge immer sowieso sehr kurzfristig, also innerhalb von 48 Stunden. Aber selbst wenn es mal Bewegung gibt, dann nutze ich die halt intraday aus. Das heißt, ich trenne das wirklich im Kopf und auch im Konto, Daytrading oder Intraday-Handel vom mittel- oder vom langfristigen Positionstrading. Das sind für mich drei komplett unterschiedliche Dinge. Und ja, natürlich kann es im Positionstrading mal passieren, dass wir da mal 1-2% Schwankungen haben. Vollkommen normal. Aber auch im Daytrading gibt es Schwankungen, das weiß ja jeder, dass wir da Phasen haben, wo wir 2, 3, 4, 5% in unserem Konto zulegen, aber auch mal Phasen, wo wir 4, 5 oder mehr % Minus haben. Spricht man dann von Drawdowns und die gehören ja zum Trading leider Gottes mit dazu. Man kann also nur Gewinne im Trading machen und das sage ich hier auch immer wieder, wie in jedem anderen meiner Coachings auch, nur wer bereit ist, auch Verluste einzustecken, hat die Chance, Gewinne zu machen. Anders funktioniert Trading nicht, weil wenn wir Trefferquoten von um die 50% haben, ist es halt nicht möglich, ohne Verlusttrades da durchzukommen. Das ist vollkommen normal. Und nach dem Gesetz der großen Zahlen ist es halt so, dass nicht jeder Trade ein Gewinner, ein Verlierer ist, sondern wir haben da mal 3 Gewinner, ein Verlierer, 5 Gewinner, ein Verlierer. Kann aber auch genauso gut umgekehrt sein. Also 5 Verlierer, ein Gewinner. Also von daher, da müssen wir immer drauf achten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Nasdaq sieht sehr gut aus. Viele, viele Aktien sind hier positiv drauf. Wir werden uns auch gleich noch einige anschauen. Also sieht wesentlich besser aus als der S&P. So, dann kommen wir noch zum deutschen Markt, mit zu meinem Lieblingsmarkt, der deutsche Markt. Ich habe hier ja damals angefangen, vor 20 Jahren, mit dem Handel hier sehr viele Aktien, sowohl aus den großen Indizes, also aus dem DAX getradet, aber auch natürlich sehr viele MDAX und TecDAX-Werte. Hier sieht das Bild im Endeffekt ähnlich aus wie im Nasdaq. Wir haben hier wirklich eine sehr, sehr schöne Rallye gesehen von über 25% seit der Trump-Wahl. Kann man hier nochmal ganz gut sehen, dass es mehr Performance als so mancher Trader in einem Jahr schafft. Und nehmen wir mal den heutigen Tag hier mit dazu, dann sind wir bei ungefähr 27% Gewinn seit der Trump-Wahl. Das ist natürlich schon mal echt eine Hausnummer und ein richtiges Fund. Und viele, viele Trader waren ja auch mit dabei. Also wir haben ja auch gerade bei uns in der Facebook-Gruppe immer wieder geschrieben, dass es eine Branchenrotation gibt hier in diesem Bereich. Das heißt, in den ersten Wochen nach der Präsidentschaftswahl waren es die Bankaktien, die sehr, sehr stark waren. Dann haben die korrigiert in der kurzen Phase, 3, 4 Wochen, um dann wieder Anfang des Jahres wieder Gas zu geben. Auch letzten Monat wieder sehr, sehr stark. Wir hatten ja, die kommen direkt auch bei uns im Momentum-Depot. Das heißt, also man sieht schon, es ist immer noch Nachfrage nach Banken und die laufen wirklich extremst gut, wenn wir mal vom heutigen Tag absehen, wo es eine Korrektur wieder gab. Aber im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr stark der Bankenbereich. Wenn wir uns den Index anschauen, auch hier ganz klar, wir sehen hier, wir haben hier wirklich einen sehr schönen Trend, der hier nach oben zeigt mit steigenden Hochpunkten und steigenden Tiefpunkten. Das ist ja immer das, was für uns halt als ja, Markttechniker oder die, die nach Dow-Theorie, auch wie man es auch immer bezeichnen möchte, handeln, dass wir hier eben steigende Hochs und steigende Tiefs haben. Ganz, ganz wichtig. Und wir sind auch hier jetzt oberhalb des letzten P2s. Das heißt, wir sind hier aus der Korrektur gekommen, haben hier dann hier dieses Gap ausgebildet am 24. kurze Korrektur und dann halt wieder der zweite Schub nach oben. Und das war auch wieder hier nach der Wahl in Frankreich gewesen. Da gab es hier diesen Schub, diese Erleichterung und dann sieht man hier wirklich sehr schön eine ganz, ganz kurze Korrektur, nur auf der zeitlichen Schiene, überhaupt nicht im Preis, war der Kursrückgang. Und das ist eben das, was ich auch immer wieder sage. Wir erleben das gerade im Aktienbereich sehr, sehr häufig, dass wir hier nur einen Kursrückgang haben auf der zeitlichen Schiene und nicht im Preis. Denn wenn wir uns das mal anschauen, das, was natürlich viele machen, die vielleicht im Devisenbereich unterwegs sind und auf sehr hohe Rückläufe warten, die haben wir hier halt einfach nicht, wenn wir uns das hier anschauen. Das 50% Retracement ist so weit weg. Ich bin, wie gesagt, kein großer Freund von Fibonacci, auch wenn ich weiß, dass es funktioniert. Es handeln ja sehr, sehr viele auch danach. Jeder muss ja so seinen eigenen Handelsstil finden. Ich möchte nur zeigen, dass wir hier halt häufig nicht diesen Rücklauf bekommen. Und das haben wir auch hier nicht. Wir haben hier nicht mal 25% Rücklauf. Und danach ist der Markt halt wieder sehr, sehr schnell nach oben gelaufen. Das heißt, wer hier bei der 12.500 mit einem engen Stop von 100 oder 100 Punkten drin war, hat sofort wieder ja, 3% Gewinn machen können. Und das ist eben das, woraus im Trading ankommt, zu schauen, wo habe ich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, wo habe ich Korrekturen, die in erster Linie auf der zeitlichen Ebene stattfinden, zumindest bei den Aktientrades, um dann wieder mit einem sehr, sehr engen Stop hier agieren zu können. Das heißt, auch hier im deutschen Markt sieht alles sehr, sehr gut aus. Heute
wie gesagt, leichte Korrektur. Idealerweise wäre es schön, wenn wir hier in den Bereich 12.600, 12.500 zurücklaufen. Wichtig ist, dass wir natürlich diese Marke hier unten bei 12.400 nicht unterschreiten. Das ist so das alte Tief, der letzte P3, da sollten wir nicht runterfallen. Aber solange wir hier in diesem Bereich uns aufhalten, so zwischen 12.500 und 12.600, wenn wir dort in die Korrekturzone hineinlaufen, wäre das natürlich sehr schön. Dann haben wir von hier aus dann vielleicht die Möglichkeit, nochmal von 13.000 hier anzulaufen. Ich bin sehr gespannt, ob wir das noch erleben vor der Sommerpause. Das sind ja nur noch 2,5%, also theoretisch auf jeden Fall möglich. Ob es dann noch wirklich in dem Tempo weitergeht, ich wage das zu bezweifeln. Ich denke, wir haben einen Großteil der starken Rallye einfach gesehen, auch saisonal gesehen. Denke ich, haben wir vielleicht noch ein paar gute Wochen vor uns, aber darüber hinaus würde ich davon ausgehen, dass ich hier nicht unbedingt mein Depot persönlich am Limit fahren muss, sondern würde dann eher darüber nachdenken, wenn wir die 13.000 anlaufen, hier langsam meine Position weiter zu verringern. Okay, wenn ich mir das Ganze anschaue, kann man natürlich sagen, ich kann mir jetzt Werte aus dem DAX aussuchen. Ich könnte jetzt aber auch genauso gut sagen aus dem Nasdaq. Ich ziehe häufig den Nasdaq hier vor. Das liegt aber nicht daran, weil ich den deutschen Markt nicht so gerne handle, sondern wie gesagt, ich mache 50% meiner Trades ausschließlich im deutschen Markt, sondern es ist für viele Kunden einfach vom Preislichen her günstiger, amerikanische Aktien zu handeln. Und deswegen denke ich, werden wir hier auch nochmal einen Blick dann auf den amerikanischen Markt werfen. So, und auch hier eine Aktie, die ich in den letzten Wochen und Monaten, ich weiß nicht wie oft, schon vorgestellt habe, die Apple-Aktie. Ich glaube, das letzte Mal, als ich sie vorgestellt habe, war hier nach dem Gap hier gewesen, Anfang Februar. Da waren wir noch bei rund 128, jetzt sind wir schon bei 152, also 24 Dollar weiter oder 20%. Das ist halt eine extremst starke Aktie. Das war sie in der Vergangenheit. Wir haben eine größere Korrektur gesehen in der Aktie. Kann das hier auch mal kurz zeigen. Aber diese Korrektur ist halt schon lange, lange vorbei. Muss mal ein bisschen mehr Daten noch kurz laden. Also nicht nur ein Jahr, machen wir einfach mal 750. So, und da kann man ganz gut sehen, wir haben hier da eine schöne Korrektur gesehen. Wir sind hier unter 100 hereingekommen und es hat sich dann hier der Boden eben ausgebildet zwischen 90 und 95 Dollar. Und seit wir hier wieder die Marke von 120 überschritten haben, haben wir hier wirklich eine wahre Rally. Und ich kann immer nur versuchen, diese Werte zu zeigen und zu erklären, wieso, weshalb, warum man diese starken Werte einfach immer handeln sollte. Weil wir profitieren einfach nicht davon, wenn wir Werte traden, die halt genauso gut oder sogar schwächer sind als der Index. Und das ist das, was wir auch in den Coachings und Workshops halt immer wieder zeigen. Wir müssen, wenn wir Outperformance erreichen wollen, einfach immer die Werte nehmen, die eben wesentlich stärker sind als der Index. Ich nutze dafür hier mein 6-Phasen-Modell immer. Der Screener sortiert im Endeffekt diese Aktien schon immer heraus, die hier besonders stark sind. Und das ist eben der große Vorteil. Das Screening geht dadurch sehr schnell und ich finde halt immer Werte, die extremst stark sind. Schauen wir uns einfach mal den nächsten Titel gleich an. Hier vielleicht noch abschließend zu sagen, also ich würde in Apple jetzt nicht heute oder morgen einsteigen wollen, weil auch hier sind wir natürlich jetzt schon wieder schön in der Bewegung drin, sondern wird hier jetzt eine Korrektur abwarten. Aber es ist halt ein ganz klarer Watchlist-Kandidat. Das heißt, hier einfach in die Watchliste packen und wenn der Wert zurückkommt, dann hat man wieder gute Chancen, einen sehr, sehr starken Wert aufzunehmen. Auch Adobe hier an dieser Stelle schon öfter vorgestellt. Auch das ist ganz klar, super Wert, sehr, sehr stark konsolidiert derzeit hier auf der zeitlichen Schiene, überhaupt nicht im Preis. Man kann das ganz gut sehen. Wir laufen hier wirklich seit 4 Tagen. Das Tief ist bei 134, das Hoch war bei nicht mal 136. Das heißt, wir reden hier von etwa 1% Korrektur vom Hoch zum Tief. Das ist wirklich extremst wenig. Das ist also eine reine Korrektur auf der zeitlichen Schiene. Was man natürlich sieht, ist, wir machen immer morgens mit Stärke auf, also wenn ich morgens sage, natürlich 15.30 Uhr unserer Zeit oder amerikanischer Zeit eben morgens und sehen dann immer einen leichten Abverkauf. Aber wie gesagt, das ist kann man gar nicht in Prozente messen, wie klein die Bewegung da ist, weil das ist unter 1%, diese tägliche Bewegung. Und sehr, sehr spannend wird es dann, wenn wir diese Marke nach oben überschreiten, weil dann kommt wieder der Kaufdruck herein und dann macht es auf jeden Fall wieder Sinn, sich die Sache etwas genauer anzuschauen. Weil wenn wir jetzt hier an dieser Stelle einsteigen würden,
ist natürlich ein bisschen so die Problematik, wo wollen wir unseren Stop hinsetzen? Das ist so ein bisschen die Problematik von diesen Korrekturen auf der zeitlichen Ebene. Wenn wir das machen wollen, müsste man nämlich dann schon sehr genau schauen, wo haben wir denn hier einen Tiefpunkt? Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir würden jetzt hier die 127 hier mal als Maß nehmen, dann ist das natürlich doch schon ein ganzes Stück weg. Die 127, 128, wenn wir uns das anschauen, prozentual. Für mich wäre das für einen Trade auf Tagesbasis oder auch auf Stundenbasis einfach zu viel. Hier einen Stop von ungefähr 5% zu nehmen, würde ich persönlich so nicht traden wollen. Aber wie gesagt, wenn es hier zu einem Ausbruch kommt oder wir die Möglichkeit bekommen, vielleicht auf einer kleineren Zeiteinheit einzusteigen, dann schon. Aber wie gesagt, solange wir so seitwärts in so einer engen Range korrigieren, macht auch die Zeiteinheit im Prinzip nicht so den riesen Vorteil mehr aus, weil wir eben, solange wir da drinnen sitzen, in diesem, ja, ich sag mal, ganz, ganz engen Bild, wir auch keinen guten Trade in der Regel auf der kleineren Zeiteinheit bekommen. Das möchte ich hier auch kurz einmal an diesem Beispiel zeigen, weil diese Frage auch immer wieder kommt. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dieses Bild, der Markt läuft hier nach unten weg, würde aber immer wieder Fehltrades produzieren. Das heißt, der Markt kommt hier herunter, so läuft hier wieder herauf. Jetzt kommt die nächste Abwärtsbewegung. Bis dahin ist ja alles noch soweit ganz schick. So, jetzt geht es hier tiefer und jetzt macht der Markt hier im Prinzip die Gegenbewegung, aber liegt jetzt auch schon wieder fast unten am Tief. Das heißt, es macht hier nicht so viel Sinn, aus meiner Sicht hier einfach einen Gang runterzuschalten, die nächst kleinere Zeiteinheit oder vielleicht noch eins tiefer zu gehen. Also ich persönlich würde das nicht machen, weil hier einfach zu wenig Bewegung ist. Wir sind hier in so einer engen Range gefangen und ich würde hier einfach warten, bis der Ausbruch aus dieser Range da ist und dann würde ich versuchen, hier den Trade dann einzugehen. Schauen wir uns Autodesk an, auch hier. Autodesk jetzt hier korrigiert die letzten 3-4 Tage hier auf der zeitlichen Schiene, hat hier auch eine schöne Bewegung nach oben gemacht, fix 10% in den letzten 4 Wochen. Das ist schon eine Menge Holz, wenn wir uns das überlegen. Das sieht hier in dem Fall gar nicht so viel aus, aber 10% sind halt 10%. Und wenn man das aufs Jahr hochrechnet, wären das über 100% Performance. Wenn wir die jedes Jahr erreichen würden, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen im Trading, weil das ist ja alles ohne Hebel. Und von daher wären wir dann ganz weit vorn. Das ist natürlich ein bisschen illusorisch, jedes Jahr 100% Performance zu machen. Das kann man mal haben in einem guten Jahr oder auch mit Hebel. Aber ansonsten ist das natürlich schon eine gigantische Zahl. Aber wenn wir solche Werte halt finden, die so stark sind, ja, dann macht das Trading doch richtig Spaß. Weil wenn wir davon ein Stück abschneiden können, für uns, nehmen wir mal an, wir würden da 4-5% jedes Mal aus so einem Trade rausschneiden und wir sind dann eine Woche oder zwei drin, wäre doch perfekt für unser Handel. Deswegen Autodesk, finde ich, sieht auch sehr, sehr schön aus. Auch eine sehr flache Korrektur. Und wenn es hier zum Ausbruch kommt, auf jeden Fall eine gute Chance. Oder wir sehen den Rücklauf an den letzten P3, wäre auch eine Möglichkeit, dann vielleicht einen Einstieg zu finden. Wir sehen schon, wir brauchen gar nicht weit gehen. Wir kommen von einem Prinzip von einem Wert bei A zum nächsten, Applied Materials, das gleiche Spiel. Und das ist einfach so. Der Nasdaq ist am Jahreshoch und er ist nicht nur am Jahreshoch, er ist am Allzeithoch. Das heißt, wir haben natürlich extremst viele Werte, die jetzt auch hier oben stehen und wir müssen jetzt wirklich, ja, haben die Auswahl unter den Top-Werten, welche uns davon gefällt und die sollten wir dann natürlich auch handeln und das ist natürlich jetzt ein bisschen individuell, dem einen gefällt das Muster besser, dem anderen das. Es gibt sowieso nicht, das ist jetzt das Beste, weil wer will das festlegen, das weiß natürlich keiner, aber man kann natürlich, wenn man sich diese Werte anschaut, schon sagen, das sind wirklich die Top-Performer und wenn die in der Korrektur sind und wir hier die Chance haben, hier in so eine Korrektur hineinzulaufen, dann schaue ich einfach und dann sage ich, okay, das ist halt die beste Phase, die ich haben kann. Ich hatte heute Nachmittag noch ein Gespräch gehabt, da ging es auch um, wann ist die Hauptzeit, in der ich trade, also welche, gerade wenn ich so auf Tages- und Stundenbasis unterwegs bin. Das ist nun mal die Zeit tatsächlich von Oktober bis in den April, Mai hinein. Das sind so diese typischen 6 Monate, die ich wahnsinnig gerne trade. Und dann, je nachdem, wie der Sommer verläuft, dann auch schon mal der September schon, gerade wenn wir hier starke Rückgänge haben. Aber ansonsten ist es wirklich die hauptsächlich die dunkle Jahreszeit und die helle Jahreszeit nutze ich halt für viele andere Dinge. Aber wie gesagt, noch sind wir voll im Gange und die Rallye läuft und solange diese Rallye läuft, mache ich mir auch keine Gedanken darum, wann diese Rallye zu Ende ist, weil diese Frage kommt auch immer wieder. Ja, Mensch, wir sind doch jetzt schon so weit gelaufen. Ja, sind wir. Und wie gesagt, ich bin auch bereit, im Positionstrading langsam in die Stärke hinein Positionen abzubauen. Aber das hat ja nichts mit dem Trading oder mit Daytrading zu tun. Hier reite ich doch, solange es geht,
tatsächlich diese Möglichkeit, die hier ist, und nutze das Ganze dann auch, um hier möglichst viel Performance mitnehmen zu können. Schauen wir uns den nächsten Wert an, auch Amazon, auch hier an dieser Stelle schon öfter vorgestellt, auch in meinem Wochenausblick, weil die Aktie einfach extrem stark unterwegs ist. Sehen hier wirklich schöne Rallye, kurze Korrektur, dann wieder die nächste Rallye, jetzt wieder die Korrektur, auch hier seit einer Woche. Und sobald wir hier wieder Druck bekommen, macht es doch wieder Sinn, hier einzusteigen. Für alle die, die gerne im Rücklauf einkaufen, auch hier haben wir gesehen, Aktie kommt hier wirklich mustergültig zurück bis in den Bereich $920, $930. Das heißt, bis auf etwa 1% an die Ausbruchsmarke heran. Und wenn man dafür dann ein entsprechendes Setup hat, um hier wieder in den Markt zu kommen, dann ist das natürlich extremst gut, weil man dann natürlich auch mit einem guten und engen Stop arbeiten kann. Was haben wir noch auf dem Programm hier? Sehr schön ATVI, sehr auch hier extremst gut gelaufen. Hier 2-3 Tage, nur kurze Korrektur, jetzt heute auch wieder recht stark. Was hier wirklich auffällt, ist bei den Werten, das ist auch etwas, was wir letzte oder vorletzte Woche dann auch besprochen haben im Workshop. Wir sehen hier halt sehr viele Aktien, die Gaps gemacht haben nach den Zahlen, dann danach kurz korrigieren. Und wenn wir das dann schaffen, hier aus diesem Bereich heraus in den Markt hineinzukommen, dann können wir natürlich hier mit sehr schönen engen Stops arbeiten, das Ganze dann profitabel für uns in den Trades nutzen. Und ich mache das wirklich sehr, sehr gerne, gerade in den Zeiteinheiten Tag und Stunde, weil wir hier wirklich sehr schöne Trends häufig haben, die so sauber verlaufen. Und wenn ich das vergleiche mit anderen Bereichen, Rohstoffe oder auch Devisen, dann haben wir selten so ein Bild wie hier. Wir haben uns jetzt 6 Werte angeschaut und im Prinzip einer gemalt wie der andere. Es geht nur nach oben. Wir sehen die ganze Zeit, und das ist für mich halt immer extrem wichtig, wir sehen hier die ganze Zeit steigende Tiefpunkte und auf der anderen Seite sehen wir eben steigende Hochpunkte. Und das ist eben der Punkt, warum das markttechnische Handel oder Dow-Theorie, wie man das Ganze auch immer bezeichnet, das spielt ja, ist ja nur ein anderer Name. Der Grundgedanke ist ja immer der gleiche, dass Trends länger anhalten, als sie sich umkehren. Und deswegen nutze ich diese Art des Handelns eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren und habe sie einfach nur dahingehend optimiert, dass ich sage, ich möchte halt nur wirklich die stärksten Werte handeln. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, macht es aus meiner Sicht eben wenig Sinn, Werte zu handeln, die genauso gut laufen wie der Index oder sogar schwächer, weil wenn sie genauso gut laufen, könnte ich den Index auch handeln, dann müsste ich mir nicht die Arbeit machen mit dem Screening. Und wenn ich sogar schwächere Werte sonst handle, ja gut, wo soll denn da der Sinn sein? Weil ich möchte ja gerne Outperformance zum Index erzielen. So, und das kann ich eben nur, wenn ich eben die stärksten Werte wähle, die halt da sind. So, schauen wir uns vielleicht noch 2-3 weitere Werte an, aber wir sehen, das Bild ist halt ähnlich. Was mir hier vielleicht nicht so gut gefällt, ist, dass hier die Korrektur doch häufig sehr, sehr lang gezogen war. Also das ist, wenn ich schon Aktien habe, die ganze Zeit steigen, dann muss ich mir jetzt vielleicht nicht so Werte raussuchen, die jetzt so wie jetzt hier doch über einen ganzen Zeitraum im Endeffekt seit Anfang Januar mehr oder weniger seitwärts gelaufen sind, jetzt ein neues Hoch zwar gemacht haben, aber nicht so mit der gleichen Dynamik. Also das ist echt Meckern auf hohem Niveau, ich weiß das, aber wenn wir schon gucken müssen, welche Trades wir machen, wir hatten ja vorhin das Thema gehabt, wie viele Positionen wollen wir gleichzeitig laufen haben, wie groß ist denn unser Kapital, dann ist es natürlich wichtig, hier drauf zu achten, dass wir möglichst nur die stärksten Werte haben und da, wo die Post sofort abgeht, was nützt es uns hier, in so einen Trade hineinzugehen, so, wir werden jetzt hier an dieser Stelle irgendwo eingestiegen, und der Markt läuft dann mehr oder weniger nur seitwärts. Das heißt, unser Kapital ist gebunden und wir kommen nicht wirklich voran. Und alles, was gut aussieht, also die ersten 5, 6 Werte, die wir hatten, die sind natürlich auch perfekt für den Intraday-Handel. Weil im Intraday-Handel muss man sich immer vorstellen, was auf Stundenbasis oder auf Tagesbasis gut aussieht. Ich möchte das hier mal nochmal kurz anmalen, damit man das sieht. Also wenn wir hier auf Tagesbasis eine große Kerze haben, dann heißt es doch nichts anderes, dass wir auf Stundenbasis auch, wir haben ja im amerikanischen Markt 6 Stunden oder 6,5 Stunden, wo wir dann ja die Zeit umgerechnet haben und dann haben wir halt einen aufstrebenden Trend auf der Stunde. Wenn wir das Ganze auf kleineren Zeiteinheiten traden, also Intraday, ja, dann haben wir doch den ganzen Tag im Prinzip perfekten Lauf. In der Regel nach Börsenbeginn die ersten 2 Stunden, dann läuft das Ganze ein bisschen aus, weil dann Mittagspause ist in den USA und dann nachmittags meistens dann nochmal die Rallye. Das heißt, in den Abendstunden unserer Zeit sehen wir meistens nochmal eine zweite Rallye. So, und das kann ich mir doch zunutze machen. Wenn ich hingegen Werte habe, so jetzt hier diese Phase, von der ich gerade gesprochen habe, und ich trade jetzt hier Intraday, dann habe ich hier auf Tagesbasis vielleicht so eine Bewegung. So, und dann habe ich auf der Stunde, dann läuft es mal so und mal so,
So, und dann läuft das hier hin und her und ich komme hier überhaupt nicht in die Pötte. So, und dann habe ich auf Minutenbasis oder 5 Minuten oder 10, welche man auch immer handelt, natürlich extreme Schwierigkeiten hier, vernünftige Trades zu bekommen. Deswegen, je besser die Bewegung ist, je sauberer das auf Tag und Stunde aussieht, desto besser ist es auch im Intraday-Handel. Ne? Und wenn man dieses System verstanden hat, dann weiß man, wonach man suchen muss. Also immer danach schauen, wo habe ich auf Tagesbasis starke Bewegung, dann finde ich auch Werte, wo ich dann auf Stunde oder Intraday gute Möglichkeiten habe. Okay, schauen wir einfach mal noch einen anderen Wert. Ich sehe hier gerade MSWF ist noch gefragt worden. Vielleicht noch, das war hier gerade gucken, Microsoft müsste das sein, genau. Gehe ich auch gern drauf ein. Auch hier im Prinzip wie bei den anderen Werten auch in den letzten 4 Tagen eine leichte Konsolidierung, also wirklich leicht, weil wir haben das Hoch hier bei unter 70 gehabt, 69, 71. Naja, jetzt sind wir 1 Dollar tiefer, macht den Kohle-Event-Effekt nicht fett. Wir sind hier 1,5 bis 2% unterm Hoch, von daher das gleiche Bild. Sehr schön starke Bewegung. Wir konsolidieren jetzt hier mehr oder weniger auf der zeitlichen Schiene, sind noch sehr, sehr weit weg vom Ausbruchspunkt. Der ist ja hier gewesen bei etwa 66,40, 66,50. So, und solange wir hier oben bleiben, ist das natürlich sehr trendstark. So, und wenn ich jetzt drinne bin in so einem Wert, naja, dann bleibe ich da halt drinne. Kann da ja immer ganz gut mal schauen, wie sieht so ein Stundenchart in so einer Aktie aus und da schalte ich dann einfach mal runter. So, und da sehen wir natürlich auch das Gleiche, was wir jetzt gerade im Tagesbild gesehen haben. Aktie läuft hoch, korrigiert, so, hat hier den Ausbruch geschafft, läuft seitwärts, macht ein neues Hoch, korrigiert, macht neues Hoch, korrigiert und macht neues Hoch. So, und jetzt sind wir halt in der Korrekturphase und solange wir da drinnen sind, werde ich halt weder auf Stunde noch Intraday irgendwelche Sachen hier anfassen, aber prinzipiell ist die Aktie halt sauer. Und jetzt hängt es eigentlich nur noch davon ab, in welcher Zeiteinheit man jetzt handelt. Wolfgang, ob du jetzt drinne bist oder nicht drinne bist, das ist jetzt die spannende Frage. Aber ansonsten, wie gesagt, prinzipiell sind diese ganzen Werte derzeit sehr, sehr stark. Okay, dann würde ich nochmal schauen, ich habe noch eine Frage zu Adidas, da würde ich auch nochmal kurz drauf eingehen und dann würde ich dann gleich zu den Fragen kommen. Adidas Aktie ist ja einer meiner Lieblinge der letzten Wochen und Monate, die mich schon länger kennen, wissen das ja, ich habe die Aktie ja schon seit Anfang letzten Jahres bei mir im Depot, jetzt zwischenzeitlich schon über 108% Gewinn mit der Aktie gemacht in meinem Highflyer Depot. Die Aktie läuft einfach sehr, sehr stark nach oben. Wenn wir uns die letzten Wochen hier anschauen, sieht man auch ganz gut die Aufwärtsbewegung, die wir hier gehabt haben. Heißt, Aktie läuft hier rauf, kurze Korrektur gehabt, dann nochmal ein neues Hoch gemacht, Korrektur, wieder neues Hoch, Korrektur und dann jetzt wieder neues Hoch. Jetzt die letzten 2, 3 Tage, ähnliches Bild wie im amerikanischen Markt, ein bisschen zurückgekommen im Gegensatz jetzt zu den amerikanischen Aktien hier sogar ein bisschen stärker, wenn wir uns das anschauen, so 6,5 € in etwa zurückgekommen. Das sind 3,5, 4%. Wenn wir das jetzt im Vergleich sehen zum DAX, kann man natürlich sagen, der DAX steht doch oben. Die Aktie ist in den letzten 3 Tagen einfach wesentlich schwächer gelaufen als der DAX. Ja, ist so, die konsolidiert gerade, aber unterm Strich extremst gute Performance über die letzten Wochen und Monate, also egal, wann man eigentlich eingestiegen ist. Wenn wir das Beispiel mal nehmen mit der Trump-Wahl, wo wir vorhin ja auch drüber gesprochen haben, da hat der Nasdaq zum Beispiel 25% gemacht. Wenn wir hier uns das anschauen, Trump-Wahl zu jetzt, dann sind wir hier bei etwa 40%. Das heißt, die Aktie ist seit der Trump-Wahl einfach wesentlich stärker gestiegen. So, und dann haben wir natürlich einzelne Banktitel, da sind wir ja auch im Herbst drauf eingegangen. Auch da haben wir natürlich eine deutliche Outperformance. Es gibt einfach bestimmte Branchen, die davon profitieren, von solchen Ereignissen. Das Ganze nennt man Branchenrotation und das Ganze kann man sich und sollte man sich vor allen Dingen als Trader auch zunutze machen, ne? Damit man immer in den Branchen unterwegs sind, die gerade gespielt werden und die Branchen, wo gerade nicht gespielt wird, da lässt man halt die Finger raus, weil wir sonst Underperformance erreichen. Okay, das so zu den Titeln, was im Moment sehr interessant ist. Wie gesagt, es gibt Dutzende von Aktien, wo man momentan einsteigen kann. Ich denke immer, wichtig ist darauf zu achten, dieses Grundmuster, was wir vorhin auch schon angezeigt haben, tatsächlich immer darauf zu achten. Wir haben steigende Tiefs, wir haben steigende Hochs und der Rest läuft dann mehr oder weniger von alleine. Dann schaue ich mal, was noch an Fragen reingekommen ist. Von Bernhard Dinkel kommt eine Frage. Hallo Herr Lüdemann, einmal eine grundsätzliche Frage. Wenn die Stops beispielsweise im
Trendhandel auf Tagesbasis recht weit weg sind, handeln Sie anstatt des FDAXes den EXS1 als ETF, da hier die Stops dann im Geldwert geringer sind. Es gibt ja auch den Mini-DAX mit einer Wertigkeit von 5 pro Punkt. Wieso handeln Sie dieses Produkt nicht? Beziehungsweise was spricht dagegen? Ja, also sind ja gleich mehrere Fragen in einem. Also prinzipiell ist es natürlich so, wenn der FDAX zu groß ist oder der Stop zu groß ist. Also bei mir zum Beispiel würde das heißen, wenn der Stop größer ist als 20 Punkte, dann würde ich persönlich den Trade nicht mehr in der Konstellation machen, wie ich ihn normalerweise mache. Wenn er größer ist als 40 Punkte, würde ich ihn gar nicht mehr machen. Dann bietet sich einfach an, einen ETF zu handeln auf den DAX. Das kann der EXS1 sein, das kann auch einer der vielen anderen ETFs sein, die es gibt. Es gibt ja von den verschiedenen Banken und Brokern und Emissionshäusern ganz, ganz viele ETFs, die man handeln kann. Ist halt ein perfektes Tool, eine ETF, um einen Index 1 zu 1 nachzubilden. Auf die Frage, warum ich nicht den Mini-DAX-Future trade, das liegt einfach daran, dass der unter Chance-Risiko-Verhältnissen für mich persönlich nicht so optimal ist. Warum? Ich möchte das gerne an einem kurzen Beispiel demonstrieren. Wir können, wenn wir den großen FDAX handeln oder derjenige, der das von euch Ihnen kann, dann haben wir einen Abstand vom Geld zum Briefkurs von 0,5 Punkten. Also das heißt, wir haben immer einen halben Punkt. Ich zeichne das jetzt mit der Maus mal. Sieht immer nicht so toll aus, aber 0,5 Punkte ist der Abstand beim FDAX, also bei dem großen. So, und wenn wir jetzt den kleinen FDAX handeln, dann ist der Abstand immer einen Punkt. So, jetzt kann man sagen, das ist nicht viel. Das ist ja nur ein halber Punkt Unterschied. Aber wenn wir das jetzt mal hochrechnen, wenn wir das mal in Vergleich setzen, ein halber Punkt mal 5, also 5 Euro hat der kleine Future an Wert, der große 25, dann heißt es, wir haben ein 0,5 mal 5 Punkte. Das heißt, wir hätten plötzlich 2,5 Punkte, die wir mehr bezahlen müssen. Und dadurch, dass wir ja gerade gesagt haben, dass das ein kleiner Unterschied ist, 2,5 Punkte, die wir mehr bezahlen müssen, macht dann eben doch was aus. Nämlich mal 5 heißt es, bei jedem Trade, den ich eingehe, verliere ich mehr oder weniger 12,50 Euro. So, beim Einstieg wie beim Ausstieg macht zusammen 25 Euro. Wenn ich jetzt ein Konto habe, was es nicht hergibt, einen großen Future zu traden, also ich sage jetzt mal unter 50.000 vielleicht, ja, dann macht es natürlich, und die Alternative ist, sonst gar nicht zu handeln oder vielleicht ein Produkt, ein Hebelprodukt, was ich vielleicht gar nicht weiß, wie sich das zusammensetzt, dann ist es natürlich die bessere Wahl, den Mini-FDAX zu handeln. Das ist ganz außer Frage. Der Mini-FDAX ist sicherlich besser als irgendein Hebelprodukt, wo ich gar nicht verstehe, was dahinter aufgebaut ist. Diese ganzen Zertifikate mit Hebel 5 und 10 und 20, was es da nicht alles gibt, die sind halt sehr schwer zu berechnen. Für private Trader, wie setzt sich dieser Kurs eigentlich zusammen? Da ist dies natürlich dann das ideale Produkt. Aber wenn man es sich leisten kann, eher den FDAX zu handeln, dann würde ich diesen vorziehen. Und wenn ich das nicht kann, was ich ja auch sehr häufig mache, zum Beispiel, wenn ich jetzt so mittlere Positionsgrößen fahren möchte, zum Beispiel auch im Coaching-Modul Handelsstrategien, wo wir vielleicht eine Größenordnung von 10, 15, 20.000 Euro eine Position haben, das, wo es keinen Sinn macht, einen Future zu traden, dann bietet sich auch ein ETF an. Also das ist so wirklich situationsbezogen. Das ist auch das, was ich ja heute so mit diesen Hebelprodukten gesagt habe. Es kommt einfach auf die Situation an. Hebelprodukte sind nicht prinzipiell schlecht oder gut, genauso wenig wie ein FDAX oder ein Future nicht prinzipiell schlecht oder gut ist, sondern man muss einfach schauen, in welchem Bereich brauche ich das Teil. Und wenn es darum geht, mein Risiko einfach besser zu managen, dann ist es halt wirklich ein gutes Produkt. Man muss halt wirklich immer schauen, was ich machen will. Wenn ich natürlich hingehe und sage, ich handle irgendetwas mit einem Hebel von, ich weiß nicht, 20 oder was auch immer und knall da mein Risiko von vielleicht 1% auf 5 hoch oder 10, das macht natürlich wenig Sinn. Also das sollte auch jedem klar sein, wenn man sich mit Risk und Money Management ein bisschen auseinandergesetzt hat. Aber solange das innerhalb dessen ist, was wir möchten, also wir berechnen unseren Stop auf 1% und dann können wir natürlich da drin agieren und schauen, welches Produkt passt denn da. Und wenn ich vielleicht mittel- oder langfristig engagiert bin, kann ich mir ja überlegen, will ich einen preislichen Stopp nehmen oder nehme ich einen zeitlichen Stopp? Das sind ja alles Dinge, über die man sprechen kann im Trading. Wo macht es Sinn, das eine zu verwenden oder das andere? Manchmal ist auch eine Kombination von beiden gut. Deswegen der Grund, also prinzipiell nochmal um die Frage zum Abschluss zu bringen, hat nur damit zu tun, ist der Stopp zu groß, würde ich auch ein anderes Vehikel nutzen, ist der Stopp klein, würde ich halt
dann den FDAX nehmen. Aber ich bin sowieso nicht der große FDAX-Trader, das habe ich auch schon an dieser Stelle schon häufiger gesagt, wir handeln ihn oder ich handle ihn, wenn es sich anbietet, so an solchen Tagen wie heute, wenn es Nachrichten gibt oder so wie jetzt politische Ereignisse, dann ist das ein ganz gutes Produkt, weil es auch wenig Ordergebühren verursacht, aber ansonsten bin ich eher ein Freund davon, Aktien als Direktinvestment zu traden. Dann kommt eine Frage von Andreas. Geht der Uptrend so weiter? Schwer zu sagen. Also ich habe ja vorhin schon bei der Analyse gesagt, wir sind sehr stark und es sieht derzeit nichts danach aus, was diese Bewegung nach oben toppen könnte, wenn wir uns nur den Chart anschauen. Aber das ist auch der Grund, warum natürlich viele Trader sich so schwer tun, weil sie eben nur auf den Chart schauen. Also man muss auch immer diese weichen Faktoren halt mit beachten. Und das ist halt ganz wichtig. Also ich achte da halt sehr stark auch auf Volatilitäten. Das heißt, wenn ich mir den amerikanischen Markt halt anschaue und den S&P nehme ich jetzt mal als Beispiel, wenn wir hier diese Phase nehmen, wo der Markt hier ja doch eine ausgiebige Korrektur gemacht hat, da konnte man schon sehen, dass die Volatilität in der Zeit angestiegen ist. Und dann weiß man, okay, es ist jetzt nicht die optimale Phase, um vielleicht in den Markt einzusteigen. Das sind also viele kleine Bauteile, Nachrichten, die dazukommen. Wie sieht es aus im amerikanischen Markt mit den nächsten Zinserhöhungen? Das sind alles so kleine Bauteile. Im Moment interessiert es den Markt nicht. Das heißt, also wir kriegen immer so negative Impulse reingedrückt. Und wir sehen aber in diesem Marktumfeld, was wir haben, es kommen negative Impulse. Was macht der Markt daraus? Es ist ihm egal, er macht neue Hochs. So, und solange wir in dieser Phase sind, sehe ich auch keinen Grund, warum ich im kurzfristigen Handel von meiner Long-Seite abweichen sollte. Es wird irgendwann die Phase kommen, da kommen positive Impulse und der Markt reagiert nicht mehr auf diese positiven Impulse. Dann ist im Prinzip Vorsicht angesagt und da muss man dann anfangen, etwas vorsichtiger zu sein, seine Risk einfach runterzunehmen. Das hat wieder was mit Risk und Money Management zu tun. Und wenn die Phase kommt, es kommen schlechte Nachrichten und der Markt fällt auch noch stark, naja, dann wird es eher die Phase sein, wo wir uns vielleicht mehr mit der Short-Seite beschäftigen müssen. Und das ist ja eigentlich ein Traum für Trader, zumindest wenn man weiß, wie das funktioniert mit diesem Short-Handel. Denn prinzipiell kann man auf der Short-Seite ja wesentlich schneller sein Geld verdienen. Okay. Dann schauen wir nochmal. Bernhard, vielen Dank für die Erklärung. Sehr gerne. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen gesehen. Wenn ihr noch eine Frage habt, dann stellt sie noch rein. Wir haben noch 3-4 Minuten Zeit. Bis eine Frage kommt, würde ich die Zeit nochmal gerne nutzen, um kurz zu sagen. Also wie gesagt, wenn irgendwelche Dinge sind, die nächsten Tage, Mails oder so an mich, wie gesagt, wir haben arge Probleme im Moment mit der Bearbeitung, weil unser Server schon abgestellt ist bei uns, weil wir jetzt den Umzug machen mit der Firma. Wir werden nach dem Umzug ab Ende nächster Woche, sind wir drüben im neuen Büro, werden wir dann auch wieder regelmäßig Posts machen bei Facebook und auch bei mir auf der Website. Aber die nächsten Tage, habt da Verständnis für, das kriege ich einfach nicht hin, weil ich am Donnerstag auch schon wieder 4 Tage nach Köln bin beruflich und wie gesagt, nächste Woche den Umzug, aber dann sind wir wieder auf dem Laufenden. Okay, Fragen kommen, sehe ich keine weiter rein. Dann würde ich nochmal zurückgeben gleich an Nelson. Jetzt kommt doch noch eine Frage rein. Welche Produkte gibt es denn mit Hebeln zwischen 3 und 5? Also ich bin, wie gesagt, Hebelprodukte sind nicht mein Steckenpferd, weil ich sie selber so gut wie gar nicht handle, mal abgesehen vom Future. Das liegt ja immer an der Stückzahl, wie du das berechnest oder wie man das berechnet. Man kann ja, wenn man Aktien handelt als CFDs, dann liegt es ja an einem selber, welchen Hebel man nutzt. Das hängt davon ab, wie viele Aktien man dann einfach kauft. Mit CFDs würde ich sagen, am besten, vielleicht kann Nelson dann gleich noch ein Wort zu sagen, weil wie gesagt, CFD-Handel gar nicht meins ist, weil ich selber keine CFDs handle, sondern immer nur Aktien direkt oder Mitarbeiter von mir handeln auch Aktien-CFDs, aber da ist es auch wirklich, dass man dann die Positionsgröße danach einfach bestimmt, wie gerade bei dem Rechenbeispiel, was wir hatten. Wie man jetzt das anders mit CFDs berechnet, kann ich nicht sagen. Alfred noch, ich hätte eine Frage für das morgige Coaching. Wie soll ich diese Stellen doch per Mail. Ja, dafür, die kommen bei mir an, Alfred, wenn du Fragen dazu hast, per Mail oder morgen einfach, wenn wir im Coaching sind, kannst du sonst auch die Frage einfach da reinkopieren. Die beantworten wir natürlich auch da. Also die wichtigen Sachen von Coachings, die morgen anstehen, bearbeiten wir schon, aber alles andere wird im Moment einfach nach außen geschoben oder einfach, wie gesagt, morgen um 18.30 Uhr dann in den Fragenbereich hineinkopieren. Freue mich wieder, wenn wir uns da wiederhören. Okay, dann gebe ich ab an Nelson. Ich hoffe, du bist da, Nelson. Ich bin da natürlich. Hab wieder gut zugehört.
Vielleicht noch die eine Frage bezüglich des Hebels. Also Sie haben ja, wie Mario schon gesagt hat, bei CapTrader einen Vierer-Hebel und bei FX Flat einen Hebel bis zu 200. Das ist aber der maximale Hebel. Das bedeutet nicht, dass Sie diesen auch nutzen müssen. Ja, also es steht Ihnen frei. Das heißt, Sie können ja immer auch Ihre Positionsgröße selber bestimmen. Aber das sind die Hebel, die entsprechend bei FX Flat und bei CapTrader zur Verfügung stehen. Ja, wenn weitere Fragen dazu sind, gerne unser Team kontaktieren, dann können wir im einzelnen Gespräch da genauer drauf eingehen. Ansonsten sind ja keine weiteren Fragen dazugekommen. Das Webinar ist aufgezeichnet oder beziehungsweise die Aufzeichnung läuft und sieht auch so gut, soweit so gut aus, dass das auch geklappt hat. Das heißt, wenn nichts dazwischen kommt, sollte das morgen schon online sein, bei Mario auf der Webseite und natürlich bei uns. Und ansonsten, Mario, vielen Dank für das heutige Webinar. Hat mir natürlich wie immer Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen auch. Wünsche dir noch einen wunderschönen guten Abend und den Teilnehmern natürlich auch. Ich freue mich auf den nächsten Termin. Bis dahin passen Sie auf Ihre Position auf und ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.